Hallo und herzlich willkommen bei Creeperface Gamer. Ich gebe euch hier einen ganz kurzen Einblick in das Programm FL Studio 10. Das, ja, mit diesem Programm kann man halt Beats oder, ja, kleine Soundtracks oder was weiß ich alles machen. Ja, es ist, also meiner Meinung nach ist es ziemlich einfach. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es einfach Beats damit zu machen, aber vom Prinzip her ist es einfach. Also man hat hier dann, also die verschiedenen, ja, Töne sind dann hier untereinander. Da kann man auch zusätzlich hier reinziehen. Das werde ich gleich aber nochmal zeigen. Ja, man tut einfach an der Stelle, wo dieser Ton kommen soll, einen Schalter an. Machen wir jetzt einfach mal so. Dann hört sich das Ganze so an. So, zum Beispiel, dann können wir wegen mir noch hier den Ton dabei laufen lassen, dann hört sich das Ganze so an. Also es gibt da tausende Möglichkeiten. Ziehen wir einfach mal noch einen weiteren mit rein. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir zum Beispiel mal von der Gitarre. Moment. Naja, das ist jetzt vielleicht nicht so geeignet für das Video. Vielleicht gibt es ja noch was Besseres. Ja, nehmen wir einfach mal die zwei hier. Man nimmt das dann einfach, zieht es hier raus. Wie ihr seht, ist jetzt hier dieser Clap 6, ja, hier am Mauszeiger. Den zieht ihr dann einfach hier rein und schon ist er da. So, machen wir einfach das mal raus. Das mache ich jetzt übrigens mit der rechten Maustaste. Ja, mit der linken Maustaste macht man die Schalter an, mit der rechten macht man sie wieder aus. Und dann kann man noch die einzelnen verschiedenen Töne halt hier an diesen grünen Knöpfen aus- und anschalten. Machen wir zum Beispiel jetzt mal hier so. Keine Ahnung, ob sich das jetzt einigermaßen anhört oder überhaupt. Naja. Auf jeden Fall kann man hier, das ist, keine Ahnung, schwer zu schätzen, wie viele Töne das sind. Also es sind wirklich extrem viele Töne und kleine, ja, Ausschnitte von, keine Ahnung, von Gitarrensolo oder was weiß ich. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also ich werde jetzt bald noch ein Video machen, in dem ich dann hier mal ein bisschen tiefer in das Programm eingehe. Das ist jetzt hier halt nur ein kurzer kleiner Einblick. Und ja, ich werde dann das Video, wenn es fertig ist und hochgeladen ist, hier unter dem, also hier in die Beschreibung packen. Den Link. Und ja, wenn ihr euch für das Programm interessiert, könnt ihr dann halt auch den weiteren Einblick dann gucken. Ja, das war's eigentlich schon mit diesem kurzen Einblick. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen. Ja, viel Spaß damit und tschüss.